Und da freue ich mich, also da wollen wir uns beschäftigen mit dem Wirbelsturm, den die Finanzkrise 2008 ausgelöst hat und der nicht nur die ganze Weltwirtschaft, sondern auch die Wirtschaftswissenschaften durcheinander gewirbelt hat, der viele neue Ideen hereingeweht hat, aber auch alte Ideen sozusagen aus den Ecken wieder hochgewirbelt. Und der aber auch viele Menschen verunsichert, der so ein bisschen die Frage aufwirft, was gelten eigentlich die alten Modelle noch? Können wir eigentlich mit diesen schönen, eleganten Modellen der Makroökonomie, diesen Gleichgewichtsmodellen weiterhin arbeiten in den Unternehmen oder auch Zentralbanken? Und da freue ich mich sehr, dass wir jemanden gewonnen haben als Keynote-Speaker, der uns darauf ganz hervorragend Antworten geben kann. Und das ist Professor Rüdiger Bachmann. Bitte erstmal einen Applaus. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame in den USA. Das ist, glaube ich, ist das Indiana oder was ist das? Indiana. Indiana, ja. Er hat vorher in Frankfurt und Aachen gelehrt, unter anderem auch in Harvard. Und er ist sicherlich einer der prominentesten Vertreter einer jungen Generation von Volkswirten, die sich auch, die sozusagen die Debatten auf beiden Seiten des Atlantiks kennt und der sich auch immer sehr aktiv eingeschaltet hat, zum Beispiel in den Ökonomenstreit 2009 oder auch als Blogger aktiv ist und sich sehr um die Zukunft der Disziplin auch verdient gemacht hat. Herr Bachmann, bitteschön. Okay, alles klar, vielen Dank für die Einladung. Die Zukunft der Makroökonomik, Evolution statt Revolution. Ich hoffe, ich werde Sie da davon überzeugen können, dass das Statement von Frau Doyle doch ein bisschen vielleicht ein Schnellschuss war. Ich glaube nicht, dass die Makroökonomik ganz anders aussehen wird in den nächsten 5 oder 10 oder 25 Jahren, aber gut, das werden wir dann natürlich erst in 10 Jahren sehen, aber ich glaube, ich werde den Punkt machen können, dass es sich eher um eine Evolution als um eine Revolution handeln wird. Okay. Zwei Vorbemerkungen, also der Vortrag wird aufgeteilt sein. Ich werde mich zunächst mal ein bisschen damit beschäftigen, was war eigentlich vor der Krise in der Makroökonomik, in der Wissenschaft los und gab es vielleicht einen wirtschaftspolitischen Konsens? Da werde ich hauptsächlich auf das sogenannte DSGE-Paradigma kommen, also Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, und werde sozusagen daraus destillieren dann, was vielleicht bleiben wird aus diesem Paradigma. Und dann werde ich einen Ausblick geben, wo meine Disziplin sozusagen auf dem Weg hin ist. Wie gesagt, ich werde mich in meinem Vortrag, nicht in dem Panel, aber in meinem Vortrag werde ich mich auf die Makroökonomik konzentrieren. Zunächst mal, weil sie natürlich während und nach der Krise am meisten in der Kritik war. Andererseits, davon verstehe ich am allermeisten. Okay? Insofern, das bietet sich dann irgendwie an. Die zweite Vorbemerkung, es ist immer problematisch, und das ist ja auch sozusagen ein sehr häufiger Vorwurf an die Wirtschaftswissenschaften, dass sie angeblich so ein monolithisch orthodoxer Mainstream wäre, dogmatisch, der sozusagen, wo alle irgendwie zusammenhängen und es keine inneren Diskussionen, keinen inneren Streit gäbe und auch keine Diversität gibt. Meine Erfahrung und ist natürlich eine ganz andere, die Diversität ist da. Insofern, was immer ich da jetzt als sozusagen als Konvergenz an Forschungsprogrammen vor der Krise oder an Konvergenz von wirtschaftspolitischen Überzeugungen destilliere, ist mit einem großen K-Wert versehen. Ja? Also das muss man klar machen. Also das ist sehr, das heißt nicht, dass wenn ich jetzt einen Konsens versuche zu skizzieren, das bedeutet, dass das sozusagen jeder Ökonom auch schon vor der Krise unterschrieben hätte oder in diesem Bereich geforscht hätte. Ja? Aber trotzdem muss man das mal machen. Man kann es ja mal versuchen. Okay, vor der Krise, was man eben, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es in gewissen Bereichen einen sogenannten DSGE-Konsens gab. Wofür steht DSGE? Das ist ein englisches Akronym. Steht eben für Dynamic, Stochastic, General Equilibrium und dann eben Modelle. Okay. Und das sind eben die gewesen und sind es auch noch, ja, die wichtigsten Instrumente der makroökonomischen Politikanalyse, sowohl bei den Praktikern in den Zentralbanken als auch natürlich in den Universitäten. Ja. So, die Frage ist, was ist jetzt so ein DSGE-Modell? Okay, damit möchte ich Sie auf eine kleine Reise nehmen. Und zwar anhand eines Beispiels von eines Papiers von Frank Schmetz und Raphael Wouters, beides Zentralbankpraktiker. Ja. Schmetz jahrelang bei der EZB, der Leiter der Forschungsabteilung, jetzt ist er ein bisschen da draußen, ist er Direktor an der geldpolitischen Praxis. Das ist ihr bahnbrechender Aufsatz gewesen im American Economic Review 2007, das Papier war schon länger, zirkulierte schon länger, aber 2007, direkt vor der Krise sozusagen, wurde es eben
publiziert. Und Shocks and Frictions in US Business Cycle, a Bayesian DSG Approach, das ist sozusagen das Kernpapier, da gibt es auch noch andere Papiere, aber das ist da eins der Kernpapiere, die eben diesen DSGE-Approach sozusagen zusammengefasst haben. Und was machen die da? Die benutzen eben ein Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, um herauszufinden, welche Einflussfaktoren auf die US-Konjunktur, auf den US-Konjunkturzyklus haben. Okay? Und wenn man sich guckt, das ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet zitiert, hat etwa zur Zeit, also das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, rund 3000 Google Scholar Zitationen. Ja, das ist schon relativ viel für einen Aufsatz, für einen wirtschaftswissenschaftlichen Aufsatz. Okay. Was ist es? Was ist dieses Modell? Das ist ein neoklassisches Wachstumsmodell im Kern, okay? Also sozusagen ein Solo-Modell, ein bisschen komplizierter noch, also mit intertemporaler Optimierung, Haushalten, Firmen. Also ein repräsentativer Haushalt, der ist ein Nutzenmaximierer, der maximiert seinen Lebenszeitnutzen, der hat rationale Erwartungen, ja? Das Modell ist in der langen Frist jedenfalls in der Tat nahezu friktionslos, deswegen neoklassisch. Also in der langen Frist ist es tatsächlich ein sehr neoklassisches, sehr friktionsloses Modell. Ich sage nahezu, weil es unvollständige Konkurrenz gibt, die nicht weggeht in der langen Frist, aber nahezu in der langen Frist friktionslos. Welche weiteren Elemente sind da drin? In der Tat sind da auch schon drin unvollständig wettbewerbliche Güter und Arbeitsmärkte. Da wird der Herr Hauptkamp nachher sagen, aber nicht genug. Okay, von einem Standpunkt des Industrieökonomen ist die Unvollständigkeit des Wettbewerbs ein bisschen Mickey Mouse da, aber immerhin, der Ansatz ist da. Es gibt auch da ganz klassisch keynesianisch, also altkeynesianisch, nominale Lohn- und Preissetzungsrigiditäten sind da drin. Es gibt Kapital- oder Investitionen, um genauer zu sein, Anpassungskosten, Gewöhnungseffekte im Konsum, also durchaus auch verhaltensökonomische Ansätze schon, variable Kapitalnutzung und eine zinsbasierte Geldpolitik. Ja, also im Kern in der langen Frist friktionsloses Modell, das sehr idealistisch aufgebaut ist, aber darum herum sind einige sozusagen keynesianische und sogar verhaltensökonomische Friktionen oder Elemente eingebaut. Zusammen mit einer relativ, was man jedenfalls bis zur Krise und bis zu Zeiten der ungewöhnlichen Geldpolitik als eine realistische Geldpolitik angesehen hat, nämlich die sogenannte Taylor-Regel. Ja, also eine Geldpolitik, die eben Zinsen festlegt. Okay? So, das war sozusagen das DSGE-Modell. Und wie kommt die Unsicherheit da rein? Wie kommen die Schocks? Wie wird der Konjunkturzyklus da erklärt? Da gibt es verschiedene Elemente. Einmal die totale Faktorproduktivität, also was ist sozusagen die Möglichkeit der Ökonomie, mit gegebenen Faktoren, Produktionsfaktoren, die in Output zu transformieren. Die Produktivität neuer Kapitalgüter, also von Investitionsgütern. Risikoprämien auf den Zinssatz, also es gibt schon einen rudimentären Finanzmarkt da drin. Geldpolitische Schocks. Es gibt aggregierte Nachfrage da drin, das ist ein keynesianisches Element, also da sieht man wieder sozusagen den Versuch dieser Synthese auch schon vor der Krise zwischen sozusagen eher klassischen und eher keynesianischen Ansätzen. Veränderungen in der Wettbewerblichkeit von Güter- und Arbeitsmärkten. Diese sechs Punkte sind sozusagen die Schocks, die Unsicherheit, die in diesem Modell kommt. Und was die dann machen in dem Papier ist sozusagen herauszufinden, welche dieser sechs Größen sind sozusagen die Haupterklärungsfaktoren des US-Konjunkturzyklus. Okay? Und da, wenn man sich das genau ankommt, ist schon interessant, dass nämlich schon vor der Krise interessanterweise der Finanzmarktschock, nämlich die Veränderung in Risikoprämien, einen großen Anteil in Konjunkturschwankungen nämlich hat in den USA. Ja? Also das war durchaus schon sogar vorher sozusagen versteckt in diesem Papier, aber durchaus vorher gab es schon Hinweise auch darauf, dass der Finanzmarkt möglicherweise eine wichtige Rolle spielen könnte. Oder es ist zumindest nicht inkonsistent mit diesen traditionellen Modellen. Okay? Natürlich ist da auch sehr viel nicht drin. Okay? Oder nur sehr rudimentär drin. Ja, das muss man auch zugeben. Was ist das sind ja häufig dann die Kritikpunkte auch gewesen. Also was ist nicht drin? Ja? Also die Erwartungen sind rational, ja, also was nicht heißt, dass die Agenten da immer recht haben in dem Modell, aber es heißt schon, dass diese Agenten keine systematischen Fehler machen. Okay? Sie können Fehler machen, aber keine systematischen auf Dauer dieselben Fehler machen. Okay?
Also nicht rationale und heterogene Erwartungen sind da nicht drin. Die haben alle die gleichen Erwartungen. So, wie gesagt, ein repräsentativer Agent. Das ist nicht drin. Was natürlich dann solche Dinge wie zum Beispiel Handelsbeziehungen auf Finanzmärkten schwierig macht. Denn man kann eigentlich nur handeln auf Finanzmärkten, wenn man heterogene Erwartungen hat. Ja. Sonst überhaupt Heterogenität, nicht nur in den Erwartungen, überhaupt Heterogenität ist in diesem Modell nicht vorhanden. Das heißt, diese Modelle sind völlig ungeeignet, darüber über Verteilungsfragen nachzudenken. Ja? Oder über Machtfragen, wie wichtig sind zum Beispiel Vermögensverteilungen auf die Frage von politischem Einfluss. Das kann man mit diesen Modellen einfach nicht machen. Ja? Und das ist ja auch nicht schlimm, man muss es nur zur Kenntnis nehmen. Ja? Strategische Interaktionen der Firmen und Haushalte. Ja, das ist das Geschäft der Industrieökonomen von zum Beispiel Herrn Haukapp. Da geht es immer um strategische Interaktion. Das haben wir nicht da drin. Ja, es gibt zwar rudimentäre Formen von unvollständigem Wettbewerb, die sind also nicht alle sozusagen ganz primitiv vollkommen wettbewerblich, aber die sind schon, die Nicht-Wettbewerblichkeit in den Modellen ist sehr rudimentär und sozusagen strategisches Denken in diesen Modellen ist nicht drin, ja, muss man zugeben. Es gibt auch alle Probleme mit unvollständiger asymmetrischer Information, Lernverhalten, dass Wirtschaftssubjekte lernen über ihre Umgebung und ihre Konkurrenten zum Beispiel. All das ist nicht in diesen Modellen. Ja. Unvollständige Finanzmärkte, Banken, Schattenbanken, das ist alles nicht in diesen Modellen. Ja. Friktionen in den Arbeitsmärkten. Es gibt zwar Lohnsetzungsrigiditäten, ansonsten sind die Arbeitsmärkte allerdings sehr flüssig da. Ja, also da gibt es kein Problem, einen Job zu finden. Arbeitslosigkeit gibt es in solchen Modellen eigentlich nicht. Ja. Es gibt auch das Problem der nominalen Nullzinsen. Ja? Also das ganze Problem, das wir jetzt in den letzten 6-7 Jahren in der Geldpolitik diskutieren. Was machen wir mit wenn die nominalen Zinsen gegen Null gehen, ja, oder darunter? Das spielt alles keine Rolle in diesen Modellen. Ja? Und es gibt auch keinen Immobiliensektor. Also diese ganze Immobiliengeschichten, Häuserpreiskrisen und so weiter spielt in diesen Modellen keine Rolle. Überhaupt gibt es keine sektoralen Interaktionen oder nur wenig im Standardmodell. Okay? Allerdings muss man auch sagen, dass alle diese Dinge, also diese Dinge, diese Liste hier, natürlich Teil der Wissenschaft waren. Sie waren zwar nicht Teil dieses sogenannten Standardmodells, aber die waren natürlich Teil der Wissenschaft. Die sind jetzt nicht alle erfunden worden, okay? Muss man auch dazu sagen, okay? Und das auch durchaus aus gutem Grund, denn das Modell ist ja schon ziemlich komplex. Ja, es gibt ja eine ganze Liste von Elementen, 6 verschiedene Schocks. Ja, das muss man auch erstmal berechnen können und vor allen Dingen muss man es verstehen können. Ja, muss die Effekte, die man dann am Computer berechnet, nur so kann man es nämlich machen, muss man auch verstehen können. Insofern ist es gut, da auch eine gewisse sozusagen Disziplin auf diese Modelle auszuüben und nicht alles Mögliche immer nur reinzustecken, nur aus Gründen sozusagen Realismus des Realismus wegen. Ja? Also da gibt es immer diese Abwägung in der Wissenschaft, macht man ein Modell zu realistisch, aber deshalb zu komplex und zu intransparent oder umgekehrt. Und das wird immer ein Abwägungsprozess sein. Ja? Und außerdem muss man dazu sagen, dass es in der Tat vor der Krise nicht so viele Hinweise darauf gab, dass es wirklich sozusagen dass entwickelte Länder sozusagen anfällig sind für Finanzkrisen. Ja, das ist so. Es gab natürlich einige, die das mehr oder weniger abstrakt vorhergesagt haben, aber es gab keine Hinweise in den Daten, jedenfalls die mir bekannt wären, die das sozusagen ermöglicht haben. Unser Denken über entwickelte Länder und deren Finanzmärkte hat sich wirklich verändert. Ja, das muss man auch dazu sagen. So, die Frage ist jetzt, jetzt haben wir diese DSGE-Modelle, dann gibt es immer diese Kritikpunkte. Ja, zum Beispiel kann man Krisen vorhersagen. Hätten die Wirtschaftswissenschaften die Krise vorhersagen sollen? Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten tatsächlich eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, die vorhersagen würde, dass am 31. März diesen Jahres es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Finanzmarktcrash gibt. Was glauben Sie, was passieren wird? Und zwar heute schon oder spätestens morgen, okay? Heute würde es die Finanzkrise geben, ja? Und zwar hängt das damit zusammen, dass eben die Wirtschaftswissenschaften mit Menschen, anders als die Naturwissenschaften, die mit Elementarteilchen zu tun haben,
oder jedenfalls einige Naturwissenschaften, die mit Elementarteilchen zu tun haben, die gerade nicht in die Zukunft gucken, die Wirtschaftswissenschaften natürlich mit Menschen zu tun haben und deren Agenten, eines der sozusagen Hauptcharakteristika dieser Agenten ist es eben, dass sie in die Zukunft schauen können, Erwartungen über die Zukunft bilden, ob die jetzt rational sind oder nicht, sei dahingestellt, aber jedenfalls Erwartungen über die Zukunft bilden, die natürlich Rückkopplungseffekte haben wird auf ihr heutiges Handeln. Ja, das ist das Problem oder die Schwierigkeit oder das, was die Wirtschaftswissenschaften ehrlich gesagt auch interessant macht. Das aber zeigt durchaus, dass bestimmte Phänomene in den Wirtschaftswissenschaften wegen dieser Rückkopplungseffekte, und das ist ein Theorem der Wirtschaftswissenschaften sozusagen, schlicht nicht vorhersagbar sein können. Ja? Also die Wirtschaftswissenschaft macht selber Aussagen darüber, welche Phänomene sich vorhersagen. Ja? Und da gibt es eben schlicht oder sehr häufig Nicht-Vorhersagbarkeitstheoreme und das Nicht-Vorhersagbarkeit einer Finanzkrise ist so ein Theorem. Ja? Das darf man nicht vergessen. Die Frage ist also, kann man legitimerweise von den Wirtschaftswissenschaften tatsächlich fordern, Krisen jedenfalls punktgenau mit Datum und so weiter vorherzusagen? Ja? Es gab natürlich diese Krisenpropheten, diese Gurus, die Dr. Dooms, ja, die alles kommen sahen. Ja. Nur ein typisches Charakteristikum solcher Dr. Dooms ist halt immer auch, dass sie halt schon immer die Krise vorhergesagt haben und immer sagen, dass die nächste Krise um die Ecke ist. Und aufgrund von Medieneffekten ist es natürlich so, dass die haben dann natürlich manchmal recht und dann werden die halt bekommen die öffentliche Aufmerksamkeit und die Medien lieben das natürlich, dass sie dann recht hatten, dass sie dann vorher 10-mal Unrecht hatten, wird natürlich dann meistens nicht berichtet. Also da gibt es durchaus Verzerrungseffekte auch in der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung. So, das ist die Wirtschaftswissenschaft. Gab es einen wirtschaftspolitischen Konsens? Okay. Die Frage kann man auch stellen, vielleicht muss man zugeben, dass der Konsens vor der Krise war, dass Stabilisierungspolitik hauptsächlich Geldpolitik ist. Ja, und das hängt auch mit dem Modell zusammen. Die Fiskalpolitik ist im Smets war das Modell ziemlich wirkungslos, ganz anders als in dem sogenannten altkeynesianischen Denken. Ist die Fiskalpolitik eigentlich wirkungslos und Stabilisierungspolitik ist Geldpolitik. Das kann man ein paar Technokraten in der Federal Reserve Board oder in Europa in Frankfurt überlassen und ansonsten muss der Staat sich über die Stabilisierungspolitik keine Gedanken machen. Das war schon so ein bisschen Konsens. Das muss man zugeben. Regulierung ist vielleicht nicht ganz so wichtig, ja, der Markt wird schon irgendwie richten. Finanzinnovationen sind eigentlich auch immer gut, da sie Finanzmärkte vollständiger machen. Wenn man unvollständige Finanzmärkte hat, ist es vielleicht gut, die etwas vollständiger zu machen. Ja. Also mehr Handel zu erlauben, bestimmte Risiken besser abzusichern, sind Finanzinnovationen eigentlich gut. Freihandel ist gut, ja, ist auch so ein typisches Denken, das uns auch immer noch beschäftigt, gerade auch in der jetzigen Diskussion mit TTIP. Obwohl das übrigens, das wissen wir heute, bei unvollständigen Finanzmärkten gar nicht so klar ist, dass dann Freihandel auch gut ist. Da komme ich später noch ein bisschen drauf zurück. Und Verteilungsfragen sind eher sekundär. Ja, das war schon, das muss man zugeben, vor der Krise vielleicht ein wirtschaftspolitischer Konsensus. Nur, den Schuh ziehe ich mir nicht an für die universitäre Ökonomik. Den ziehe ich mir einfach nicht an. Weil alle diese Themen, alle diese Fragezeichen auch schon vorher gefragt wurden. Ja. Jedenfalls in der universitären Ökonomik. Die waren vielleicht nicht die lautesten, haben vielleicht nicht die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Die Medien- und Politikökonomen waren da vielleicht andere. Aber für die seriös arbeitenden universitären Ökonomen, die müssen meiner Meinung nach, ziehe ich mir den Schuh nicht an. Ich habe auch schon vor 2007 über Verteilungsfragen nachgedacht zum Beispiel. Ja. Das ist überhaupt die Gefahr zu diesen Medien- und Politikökonomen. Es gibt immer eine Tendenz, gerade auch der Medien, alle möglichen Ökonomen, als das sind jetzt die neuen Top-Ökonomen auszurufen. Ja? Das ist so ein Klassiker hier. Ja? Der wird dann gern mal als Top-Ökonom bezeichnet. Ja? Den Begriff sollte man mal vergessen, den sollte man mal wegschmeißen, den Begriff des Top-Ökonomen. Ja? Die Ökonomen sind nämlich kein Jedi-Rat mit exklusivem leidenschaftlichen Zugang zur guten Seite der Macht. Okay? Das sind die gerade nicht. Okay? Die haben keinen exklusiven Zugang zu irgendwas Schlauem. Okay? Das muss man sich klar machen. Ja? Und man muss sich auch klar machen, dass natürlich Politik sehr häufig dazu tendiert, die Ökonomen anzuhören, die im Vorfeld ohnehin schon beschlossenen und gewollten wirtschaftspolitischen Maßnahmen dann halt professoral absegnen. Ja?
gute Ökonomen sind aber solche, die methodisch breit aufgestellt sind, die auch mal zwei oder drei Verfahren auf dieselbe Frage loslaufen lassen und dann gucken, ob da immer noch die gleichen Ergebnisse reinkommen, die ihre wirtschaftspolitische Meinung und Empfehlungen auch mal ändern können, ja? Zum Beispiel durch Argument oder Evidenz. Das sind die guten Ökonomen. Nur die Frage ist, werden die immer so gehört von Politik und Medien? Fragezeichen. So, jetzt aber wieder zurück zur DSGE. Das war also so die konkrete Ausprägung vor der Krise, war zum Beispiel in diesem Smets-Wouters-Modell gegeben, ja, mit diesen verschiedenen Modellelementen, neoklassisches Wachstumsmodell im Kern und sozusagen viele keynesianische Friktionen in der Peripherie. Mit denen haben eben Zentralbanken, Universitäten sehr häufig gearbeitet. Das war nicht das einzige Modell, das da war, wie gesagt, aber es war so ein sehr dominantes Modell, jedenfalls auch für die Politikberatung. Okay? Die Frage ist jetzt, was kann DSGE noch bedeuten? Und für mich bedeutet DSGE neben diesen konkreten Ausprägungen auch eine Modellierungsphilosophie. Und diese Modellierungsphilosophie will ich darstellen und will argumentieren, dass diese Modellierungsphilosophie bleiben wird. Okay? Ganz einfach, weil ich mir ohne diese Modellierungselemente Makroökonomik nicht plausibel vorstellen kann. Also zum Beispiel, und am besten macht man sich diese Modellierungsphilosophie klar, wenn man sich an den Worten, an dem Akronym abhakt. Ja? Fangen wir mal mit Dynamik an, Dynamic. Okay? Was sagt es? Ein makroökonomisches Modell muss irgendwie einen Blick in die Zukunft haben oder Erwartungen darüber. Das heißt nicht, dass die Erwartungen rational sein müssen, aber es muss um Dynamik, es muss um Zukunft gehen. Es muss dieses grundsätzliche Element menschlichen Handels, dass das Zukunft gerichtet ist, mit drin haben, mit einbauen. Okay? Und wir werden, glaube ich, nicht mehr zu makroökonomischen Modellen, Politikmodellen oder wirtschaftswissenschaftlichen Modellen zurückgehen können, die rein statisch sind, so wie das früher in den 60er, die keynesianischen Modelle in den 60er Jahren waren. Das wird es nicht mehr geben. Okay? Und das unterscheidet übrigens die Ökonomik, habe ich auch schon gesagt, fundamental von der Physik, weil es eben ihre Agenten diese Zukunftsgerichtetheit in ihrem Handeln haben. Okay? Wir werden in der Tat wahrscheinlich weniger Modelle mit vollrationalen Erwartungen sehen. Ja? Wir werden besser versuchen zu modellieren haben, wie Informationsfriktionen makroökonomische Phänomene beeinflussen. Ja? Also dass Leute eben nicht alles wissen, sondern nur ein Teil wissen und manche Leute mehr wissen als andere. Ja? Alle diese Aspekte werden eine Rolle spielen, aber das heißt nicht, dass wir nicht von sozusagen zukunftsgerichteten und dynamischen Modellen absehen werden. Und wir werden, und das werde ich auch noch mal später betonen, wir werden sicherlich eine stärkere empirische Modellierung der Erwartungsbildung bekommen. Ja? Stochastic, okay? Wir werden auch weiterhin Risiko und Unsicherheit in diesen Modellen haben. Wer könnte dagegen argumentieren? Denn es ist doch offensichtlich, dass wir das brauchen. Ja? Die Frage ist, ob das immer statistisches Risiko mit bekannten Wahrscheinlichkeiten sein muss oder fundamentale Unsicherheit ohne Wahrscheinlichkeiten. Das ist zweitrangig. Aber dieses Element Stochastic wird immer drin bleiben. Ja? Dahinter wird die Makroökonomik nicht zurückgehen. Und auch hier wird die empirische Modellierung von Unsicherheiten, die Abfrage, wie unsicher sind die wirtschaftlichen Agenten, zum Beispiel über Surveys, eine größere Rolle spielen in der Zukunft, prophezeie ich jedenfalls. General Equilibrium, was bedeutet das? Allgemein ist eins der großen Kritikpunkte an der Makroökonomik, dass immer alles im Gleichgewicht sein muss und was das bedeutet, dass es keine Instabilität in solchen Systemen gibt, in solchen makroökonomischen Modellen und dass es immer perfekte Wettbewerbsmärkte gibt, aber das meiner Meinung nach heißt allgemeines Gleichgewicht zunächst mal systemische Interdependenz. Ja? Makroökonomische Modelle sind dafür da, verschiedene Phänomene gleichzeitig zu betrachten in ihrer Interdependenz. Ja? Und auch das wird nicht anders werden. Ja? Wie man das genau, ob das immer das walrasianische, neoklassische Gleichgewicht sein wird, auch mit perfekten Wettbewerbsmärkten, das ist eine zweitrangige, das ist eine konkrete Ausgestaltung dieses methodologischen Punktes der systemischen Interdependenz. Ja? Dazu gehört zum Beispiel auch, dass einfache Buchhaltungsidentitäten berücksichtigt werden in makroökonomischen Modellen. Das ist anders als in Partialgleichgewichtsmodellen, die sich nur auf eine Industrie konzentrieren. Da können Ressourcen von außen dazukommen. In der Makroökonomik geht es nicht und dahinter werden wir auch nicht zurückgehen. Ja, und schon allein bei diesen einfachen Buchhaltungsidentitäten, manchmal in der Diskussion über Exportüberschüsse zum Beispiel, fällt es ökonomisch Halbgebildeten oft schon schwer, die überhaupt mitzudenken. Ja.
Wirtschaftspolitische Maßnahmen werden immer auch in der Gesamtschau und in ihrer langfristigen Wirkung zu analysieren sein. Ja, und eben nicht nur in der kurzen Frist anhand der Beispiele, ob zwischen zwei Bundesstaaten in Amerika der eine führt den Mindestlohn ein oder erhöht ihn und der andere nicht, ob das dann keine Auswirkungen hat. Sondern wir werden immer auch in der langen Frist denken müssen. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir den Mindestlohn für ein ganzes Land einführen? Was bedeutet es, wenn wir den Mindestlohn einführen und welche langfristigen Wirkungen 5, 6 Jahre nach der Einführung des Mindestlohns, welche Substitutionseffekte zum Beispiel zwischen Arbeit und Kapital werden daraus resultieren? Also diese Gesamtschau, diese langfristigen Wirkungen gehören in diesen Punkt und auch das wird die Makroökonomik immer zu leisten haben. Ja? Hinzu kommt, die Mikrofundierung, also die prinzipielle Einheit von Mikro- und Makroökonomik, wird bestehen bleiben. Da wird es kein Zurück in die 50er, 60er Jahre geben, meiner Meinung nach. Ja? Die Makroökonomik wird besser hoffentlich, aber jedenfalls weiterhin auf der Mikroökonomik, auf Erkenntnissen, die uns die Industrieökonomik, die Arbeitsmarktökonomik, die Finanzmarktökonomik und so weiter liefert, aufbauen müssen. Spieltheorie liefert, aufbauen müssen. Und die Modularität, und das ist die Stärke, deswegen meine Werbung für DSGE-Modelle, ist ihre Modularität. Das heißt, sie sind qua dieser Modellierungsphilosophie sehr modular aufgebaut. Ja? Man kann immer neue Elemente dazunehmen, partiell alte Elemente ersetzen, man kann Finanzmärkte einbauen, man kann Banken da einbauen und genau das geschieht auch gerade in der Wissenschaft. Ja? Die sind sehr sozusagen wie so ein Baukastensystem, so hat man sich das vorzustellen. Das heißt, sie sind sehr flexibel für wissenschaftlichen Fortschritt. Ja? Und genau das passiert, aber eben in einem evolutionären Sinne, nicht in einer Revolution. Natürlich haben wir noch nicht so ein Standardmodell. Also das, uns fehlt sozusagen das neue Smets-Wouters-Modell. Es gibt viele Modelle, die den Bankensektor, Schattenbanken und alle möglichen Finanzphänomene mit einbauen. Aber ein neues Standardmodell, ein neues Smets-Wouters-Modell haben wir noch nicht. Und vielleicht wird es das auch nicht mehr geben, muss man dazu sagen. Ja. Jetzt zum Ausblick. Damit schließe ich dann auch gleich. Was könnten die Elemente eines neuen Konsenses sein? Ja? Vielleicht ist genau eines dieser Elemente, dass man wegkommt von dieser Sehnsucht nach diesem großen Wurfmodell. Ja? Vielleicht gibt es einfach dieses Konsensmodell gar nicht mehr und ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist. Ja? Danny Roderick hat es sehr schön geschrieben in seinem neuen Buch Economic Rules, sozusagen mehr Situationalismus. Ja? Dass es halt verschiedene Modelle gibt, die bestimmte Reichweiten haben, bestimmten Erklärungs-, die sinnvoll auf unterschiedliche Phänomene anzuwenden sind, aber eben kein Modell, das sozusagen alles erklären kann. Ja? Gibt es in den Naturwissenschaften übrigens auch nicht. Die Physik braucht auch die Quantendynamik und die Gravitation und hat es auch nicht geschafft, die zu vereinigen. Also insofern ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Und das bedeutet natürlich, dass von Ökonomen Urteilskraft erwartet wird, ja, vielleicht noch mehr als vorher, weil sie sich eben nicht blind auf ein Standardmodell verlassen können, sondern sie müssen eine Urteilskraft dafür haben, wann welche Modelle gut anzuwenden sind. Was sind sozusagen die Anwendungsbedingungen von Elementen? Ja? Und Paul Romer hat es, wir brauchen mehr Kliniker in der Politikberatung, also Leute, die nicht nur wissen theoretisch, wie ein Medikament funktioniert, sondern die echt Erfahrung mit Medikamenten haben, in unserem Fall mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen und eine gewisse Urteilskraft haben und die nicht sozusagen auf jedem wissenschaftlichen Mode sofort dann in die Politikberatung gehen. Ja? Es wird sicher mehr methodischen Pluralismus geben, das glaube ich auch, dafür plädiere ich auch. Auch mehr methodische Gelassenheit, aber das heißt nicht, dass anything goes gilt. Okay? Das glaube ich nicht. Also es wird auch weiterhin der Marxismus oder die französische kritische Sozialtheorie wird es nicht als Mainstream in der Ökonomik geben, ja? Auch wenn das einige fordern. Aber das halte ich für unplausibel. Ja? Wirtschaft, das ist sozusagen für die Wissenschaft. Die Frage ist jetzt, welche Elemente wirtschaftspolitisch der neue Konsens haben. Wahrscheinlich werden wir eine positivere Sicht auf Regulierung und die Rolle des Staates bekommen, das glaube ich sicher. Ja. Aber das heißt intelligente Regulierung, ja. Zum Beispiel Regulierung, die erstmal temporär ist, mit Auslaufdatum, mit fixem Auslaufdatum, deren Verlängerung man dann begründen muss und auch evaluieren muss, ja. Nicht mehr einfach nur eine Regulierung einführen, die man dann nicht mehr los wird, ja. Sondern man wird stärker darauf schauen, dass beim bestimmten Auslaufdatum oder vor einem bestimmten Auslaufdatum Evaluationen stattfinden wird, empirische Evaluationen, Programmevaluationen und dann sehen, ob man mit dieser Regulierung auch das erreicht hat, was man erreichen wollte und mit welchen Kosten. Ja?
Und es wird wieder stärkeres Bewusstsein geben dafür, was Ökonomen das sogenannte Second Best nennen. Das heißt, es ist immer klar, wenn man sozusagen von einem neoklassischen Idealmodell eine Friktion einbaut, ist immer gut, diese Friktion wirtschaftspolitisch zu unterbinden. Das ist trivial. Das Problem ist, dass wenn man zwei Friktionen in diesem Modell hat, ist es keineswegs immer klar, dass es immer besser ist, eine Friktion loszuwerden, wenn die andere bestehen bleibt. Ja? Dafür gibt es oftmals auch in der Wirtschaftspolitik wenig Bewusstsein für. Ich glaube, Herr Haukapp kann da viel mehr dazu sagen als ich. Aber dafür gibt es oft sehr, sehr wenig Bewusstsein für. Ja, zum Beispiel ist es tatsächlich so, das habe ich ja vorher schon genannt, wollte ich auch wieder darauf zurückkommen, Freihandel und unvollständige Finanzmärkte. Freihandel ist eben nicht Freihandel ist natürlich, wenn die Wirtschaft ansonsten friktionslos funktioniert, fast immer gut. Es gibt wenig Argumente dann gegen den Freihandel. Aber zum Beispiel, wenn man unvollständige Finanzmärkte hat, kann man zeigen, dass Freihandel durchaus negative Effekte haben kann auf die Wohlfahrt. Ja? Und diese Interaktion, weil wir fast immer in der realen Welt in der Second Best, weil wir immer mit mehreren Friktionen im Markt zu tun haben, dieses Bewusstsein dafür, dass es eben nicht genügt, sozusagen nur eine dieser Friktionen einfach sozusagen partiell aufzuheben und dann ist schon alles gut, dieses Bewusstsein dafür werden wir stärker werben müssen und ich hoffe, dass das auch sozusagen stärker in dem wirtschaftspolitischen Konsens wieder aufgenommen wird. Ja, ich meine, das ist nichts, was den Wirtschaftswissenschaftlern akademisch nie klar war, aber sozusagen die Bedeutung, denke ich, des Second Best hat doch gelitten in den letzten Jahrzehnten. Ja. Aber, und das gehört auch dazu, ich glaube, wir werden neben der Betonung der Möglichkeit des Marktversagens auch einen Blick zu nehmen haben für die Möglichkeit eines Staatsversagens. Ja, nur deshalb, wenn man einen, das ist auch sozusagen ein häufig gemachter Fehlschluss, dass wenn man ein Marktversagen mal diagnostiziert hat, dass dann die beste Lösung es immer ist, dass der Staat irgendwie dafür sorgen muss, dass dieses Marktversagen aufhört. Und das ist ein Trugschluss. Es gibt nämlich auch Staatsversagen und es kann durchaus sein, dass der Staat noch alles schlimmer macht. Ja? Also wenn man zum Beispiel ein Problem damit hat, dass Finanzbanken oder Finanzmärkte Rent-Seeking betreiben und den Man on the Street ausbeuten, ist es eben nicht klar, ob es immer so gut ist, dass einige wenige Beamte, die notfalls auch noch später mal dann von ihren Staatsjobs in diesen angestellt werden wollen, wieder an der Wall Street, also im Finanzsektor, dass man diese Beamten, die Wall Street-Leute regulieren lässt. Ja, das ist gar nicht so klar, dass das immer so gut ist. Ja, also da muss man zumindest ein Bewusstsein für haben. Ja. Und in der Modellierung wird es sicher so sein, dass wir die Finanzmärkte und ihre Besonderheiten in die Modelle einbauen werden müssen. Informationsfriktionen, tatsächliche empirisch basierte Informationsbeschaffungselemente werden einbauen müssen. Wir werden die Erwartungsbildung und subjektive Unsicherheit empirischer modellieren. Heterogenität und Verteilungsfragen werden eine größere Rolle spielen. Und das wird alles gemacht. Okay, das wird bereits gemacht. Wir brauchen dazu aber meiner Meinung nach, das ist sozusagen auch ein Appell an die Praxis und an Politiker, soweit sie hier sind. Wir brauchen dazu mehr Daten. Ja. Erwartungen sind Daten, wie das Bruttoinlandsprodukt auch. Das Problem ist nur, dass wir einfach nicht so viele Daten über Erwartungen haben, ja, von Haushalten, Firmen und so weiter und so fort. Ich habe einen großen Teil meiner akademischen Karriere damit verbracht, sozusagen diese Erwartungen, die Erwartungsdaten, die da sind, auszuwerten. Aber wir bräuchten viel mehr. Wir bräuchten viel mehr. Wir bräuchten auch viel mehr Mikrodaten zu Dingen wie Vermögen, Schulden, Einkommen, Konsum, Erwartungen, Unsicherheit. Das haben wir. Wir haben diese Daten da in einer Umfrage und andere Daten in einer anderen Umfrage. Aber wir haben immer noch keine vernünftigen, jedenfalls in Deutschland und selbst in den USA, dem Datenparadies, ist das nicht optimal gelöst. Wir haben immer noch keinen umfassenden Mikrodatensatz, um all diese sozusagen Verteilungsfragen überhaupt sauber beantworten zu können. Ja? Wir wissen viel zu wenig noch über Ungleichheit. Wir wissen einiges über Einkommensungleichheit, wir wissen deutlich weniger über Vermögensungleichheit, wir wissen fast nichts über Konsumungleichheit, auf die es eigentlich ankommen sollte. Und da ist vor allem dann natürlich die Politik auch als Geldgeber letztlich gefragt, um uns diesen Datenzugang zu ermöglichen. Ich glaube auch, dass die Ökonomik soziologischer und psychologischer werden wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr mit Umfragedaten arbeiten werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir mehr mit Experimenten arbeiten werden. Wir werden psychologische Elemente und Abweichungen vom Paradigma der rationalen Erwartung und unvollständiger Information sehen. Und all das wird wichtiger werden. Also wir werden ein bisschen mehr wie unsere Schwestersozialwissenschaften arbeiten. Ohne dass wir jetzt sozusagen ganz überlaufen. Okay. Was schwierig in diese gesamtwirtschaftlichen Modelle zu integrieren sein wird,
sehr vielleicht zum Leidwesen von Herrn Haukapp, aber damit schließe ich jetzt, sind in der Tat diese strategischen Interaktionen auf Gütermärkten, also Oligopole, das wird schwierig, das ist formal, technisch sehr, sehr schwierig. Da gibt es meiner Meinung nach keinen Durchbruch. Das ist sozusagen eine der großen theoretischen Herausforderungen, die wir zurzeit haben. Ja, wie können wir die noch handelbar in diese makroökonomischen Modelle mit einbauen und Dinge wie politische Ökonomie und Macht. Ja, das ist auch noch ungelöst oder theoretisch noch, ich will nicht sagen, dass es noch keiner versucht hat, aber es ist schwierig. Das ist sehr technisch und formal schwierig, das vernünftig einzubauen. Ja. Gut, damit schließe ich.